So, Tag 1 auf der Eurobike. Unser erster Besuch in diesem Jahr gilt Lightwheel, die Marke mit den Rädern, die ja bekanntlich alles können, in jedem Terrain zu Hause sind. Drei Modelle gibt es ja im Sortiment. Das 601er, letztes Jahr schon präsentiert, muss man ganz ehrlich sagen, hat es ein bisschen Probleme gegeben mit der Lieferung. Dieses Jahr neu überarbeitet. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie schaut es aus dieses Jahr mit der Auslieferung und was hat sich so ergeben am Bike in der Entwicklung? Ja, zunächst herzlich willkommen hier zur frühen Stunde. Es ist richtig, das 601 hat ein bisschen länger gedauert, als wir geplant hatten. Wir haben es voriges Jahr nicht vorgestellt auf der Eurobike extra. Nun eigentlich das erste Mal hier 601 auf der Eurobike. Die Änderung ist, die Räder sind sofort lieferbar. Das heißt, nächste Woche beginnen wir in Österreich mit der Auslieferung der 601er. Die vorbestellten Bikes werden nächste Woche prioritär ausgeliefert und wir haben in der Zwischenzeit natürlich noch ein paar Neuerungen und Verbesserungen in den Rahmen reingepackt. Das hier ist jetzt schon ein Rad aus der Serienfertigung. Das heißt, wir haben die Rahmen bekommen. Das ist jetzt extra nochmal farbig eloxiert worden als Ausstellungsobjekt, um ein bisschen auch Farbe reinzubringen und ein bisschen zu zeigen, was geht. Vielleicht, wenn man sich den Rahmen ganz kurz ansieht, er erinnert natürlich einmal an das 901, ist aber im Wesentlichen vor allem im oberen Bereich sehr viel leichter geworden. Das heißt, das Handling von dem Bike ist nochmal viel spielerischer, agiler, wendiger, weil eben das Gewicht oben, Oberrohr, Tapered Steuerrohr und bei den Sitzstreben runtergenommen wurde. Der Rahmen ist so circa 400 bis 500 Gramm leichter als das 901, hat ein wenig weniger Federweg mit 190 mm hinten, verbauen wir hier auch mit 180 vorne. Es gibt auch eine Version mit einem kürzeren Dämpfer, wo wir eben 165 mm am Hinterrad Federweg zur Verfügung stellen. Worauf ich jetzt besonders hinweisen würde, ist Unterschied zum 901. Wir haben zwar wieder den gleichen Dämpfer verbaut, aber der Dämpfer, Fox-Dämpfer, hat ja normalerweise relativ hohes Losbrechmoment in den Gleitbuchsen. Wir verbauen hier speziell für uns angefertigte Nadellager, die zusätzlich gedichtet sind. Das heißt, vorne und hinten ist minimale Reibung, das heißt Ansprechverhalten, Sensibilität und auch die Schnelligkeit des Dämpfers bei schnellen Schlägen ist spürbar verbessert. Also das bringt richtig, richtig viel und merkt man beim Fahren mit dem Bike. Wir haben bei den Prototypen hatten wir teilweise noch die Gleitlager drinnen und der direkte Unterschied, also wirklich, ist sehr, sehr groß. Ja, was noch auffällt beim Rad, ist dieser Auslaster. Vielleicht kannst du uns da zudem noch ein bisschen was sagen. Ist das jetzt schon die Weiterentwicklung dann für die absenkbare Sattelstütze, die in Kombination mit dem Bike möglich sein sollte? Natürlich kann man bei unserem Bike jede verfügbare, am Markt verfügbare Sattelstütze reinbauen. Dieses Loch ist tatsächlich für eine Kabelverlegung vorgesehen, die eben für versenkbare Sattelstützen möglichst hier unten eben angeschlagen wird. Es gibt jetzt ja auch schon einige Sattelstützen am Markt, die hier direkt den Abgang für die Remote haben. Aber man kann natürlich auch, wenn es oben ist, hier die Zugverlegung machen und entsprechend auf direkten Weg, ohne dass man jetzt irgendwo da Kabeln ranbandern muss mit einem Kabelbänder oder so, ist einfach eine saubere Lösung. Das Ganze verläuft dann im Oberrohr, unterm Oberrohr kommt es dann raus und hat halt keine zusätzliche Kabellage hier am Oberrohr. Ja, was uns noch aufgefallen ist, ist die Spacer beim Vorbau, die da so schön zusammengehen und sich anpassen. Hat das auch noch eine besondere Funktion oder ist das eher ein optischer Design? Schlag. Naja, da muss man zunächst mal sagen, dieses System, Vorbausystem, Spacer-System ist eben der neue Synthes Megaforce 2. Wir tragen hier ein bisschen auch dem Trend tiefer ist besser Rechnung. Der Steuersatz, Tapered-Steuersatz, wird hier direkt voll integriert mit den Spacern auf den breiteren Synthes Megaforce. Der Megaforce selbst ist von der Bauhöhe nochmal niedriger. Heißt, ich kann zum Beispiel bei 29ern oder Rädern, die eben vorne relativ hoch sind, hier mit diesem Megaforce 2 nochmal tiefer gehen. Man sieht, hier ist er auch nochmal negativ montiert. Diese Spacer kann man verwenden, muss man aber nicht verwenden. Schaut natürlich mit dem Tapered Steuerrohr und mit dem Megaforce, mit dem relativ breiten Vorbau, sehr schön formschlüssig aus. Ist einfach ein ästhetischer Grund von den Spacern.